Moin zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge 7 Days to Die, Tag 37, fast 8 Uhr. Ja, ich bin hier schon mal in meinem entfernten Händler. Ich wollte ja eigentlich, hatte ich ja gesagt, eigentlich wollte ich ja zur Wüste. Eigentlich wollte ich ja dahin. Aber dachte ich mir, ist ja eigentlich Blödsinn. Habe ich ja noch Sand durch den Stein, den ich ja umgemünzt habe. Insofern, brauche ich nicht unbedingt. So, was ich noch in der Zwischenzeit gemacht habe, was ihr natürlich nicht mitbekommen habt, ist, hier, das Haus habe ich mal eben gelootet. Sogar getroffen, geil. Und habe da ein bisschen rumgelootet, so viel habe ich da jetzt nicht gefunden. Was heißt, so viel habe ich nicht gefunden? Ich habe doch eine ganze Menge gefunden, wie ihr sehen könnt. So, sehr schön. Ach komm, oder? Ach komm, ich hole mir mal eben nochmal die Stahlpfeile. Bolzen, Entschuldigung, Bolzen. Ja, ich habe ein bisschen was aus dem Haus rausgeholt. Wie ihr hier seht, ne, ein Blutbeutel, ein bisschen Messing. Ein paar Bücher habe ich noch rausgeholt. Dann hier ein 5er Compound Bow. Die habe ich jetzt mal alle mal aufgewertet, weil wir kriegen dafür 1419. Ich meine, der ist natürlich nicht so richtig scheiße, ne? Aber ich hätte ganz gerne eher eine Armbrust. Ich bin mehr so Armbrust-Fan. Dabei fällt mir gerade ein, Armbrust-Fan. Moment, ich muss mal eben ganz kurz was gucken. Ich habe nämlich noch im Bike habe ich nämlich noch eine Kleinigkeit. Warte mal kurz. Nee, das wollte ich nicht. Und zwar habe ich gefunden, nämlich noch so eine Achter-Mod. Und was natürlich ganz geil ist, hier die Desert Eagle habe ich noch gefunden. Die wollte ich, weiß nicht, wollte ich die verkaufen? Nee, ich glaube, die behalte ich noch. Die wollte ich ganz gerne verkaufen, weil wir haben schon eine Magnum und dann haben wir die Desert Eagle, haben wir dann halt als Ersatz. Und taktische Sturmgewehr, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob wir schon eine zu Hause hatten. Ich will mal eben kurz was ausprobieren. Und zwar kann ich die verändern. Aber ich glaube, die funktioniert da nicht drauf, ne? Weil sonst wird die ja leuchten. Ja, okay, dann geht das nicht. Dann geht das nicht. Schade. Dann geht das tatsächlich nur für normale Schusswaffen. Mal gucken, vielleicht hole ich mir nochmal ein Rotpunktvisier oder sowas. Ist egal. Okay. So, einmal das auseinander. Das auseinander. Und das auseinander. So, dann gehen wir mal rein. Und dann vertickern wir erstmal ein paar Sachen. Mutmaßlich kaufen wir dann noch ein paar Sachen, sofern er hat. Also ein paar gute Sachen hat. So viel brauchen wir ja nicht mehr kaufen. Das ist ja der Vorteil. So, okay. Ich verkaufe dir jetzt mal ein paar Sachen. Dich verkaufe ich. Dann das 5er Messer verkaufe ich. Die Stiefel verkaufe ich. Das. Den verkaufe ich. Da verkaufe ich auch mal alles. Das war's auch schon wieder, ne? Oder? Wollte ich noch was verkaufen? Nee, ich glaube, das war's schon. Okay. So, was hast du denn Feines? Ein Sofa hast du, ja, sehr gut. Schrotflinten, Robotikteile. Könnte auch nochmal interessant sein. Jagdmesser 2er. was zu essen hat er? Fleisch hat er da, Wildbret. Ach hier, das können wir mal kaufen. Dose Sham kaufen wir mal. Das sind immer feine Sachen, die können wir immer mal kaufen. Eine Magnum, das sind die wir eben gerade verkauft haben, der Scheiß. Naja, okay. Mods hat er auch nichts Tolles da. Secret Stash. Rotflinten Geschützturm. Truck haben wir selber. Bauplan Aufschlagzünder. Ma. Stahlpfeil. Motor. Ja, das ist ja wirklich nur Rotz, ne? Eigentlich ist es Rotz. Eigentlich ist es alles Rotz. Wildbret könnten wir verkaufen, 35, aber ich glaube, Wildbret haben wir auch ein bisschen was zu Hause. Oder was müssen wir verkaufen? Was müssen wir kaufen? 238? Ja, komm. Was soll's. Kaufen wir. Haben wir da. So. Wir haben fast 30.000. Fast 30.000 Jetons, also von daher ist das alles easy. Wie viel haben wir jetzt dafür gekriegt? 35 Fleisch, ja. Können wir so ein, zwei Gerichte können wir damit machen. So, okay. Gut. Zack, zack. Das rein. Das können wir wegpacken, das können wir wegpacken. Fleisch. Ich würde mal, glaube ich, ganz gerne lieber Fleisch. Öl schmeiße ich mal weg. Weil ich glaube nicht, dass wir Öl jetzt hier so unbedingt groß brauchen. Vor allem nicht 35. Also so wenig Öl brauchen wir auf jeden Fall nicht. So, einmal haben wir hier den Händler, dann haben wir hier den Händler. Zack.
So, der ist da hinten. Okay, dann fahren wir mal eine kleine Runde hier. Was, haben wir nicht erwischt? Oh, hi. Warte. So, jetzt aber. Gut. Gut, den nehmen wir auch nochmal mit. Ah, so einen kleinen kriegt er, warte. Wenn das jetzt nicht lecken würde. Zack. So, jetzt haben wir mal ordentlich hier. Wir haben ein bisschen ordentlich Motorrad fahren hier. Ah, so. Oh, wie das, dass das immer so lecken muss am Anfang, ne? Ja, gut, okay. Gerade noch so. Ah. Alter Schwede. Gut. Und hier rüber. Ja, das ist natürlich dann erstmal wieder ein bisschen hin und her gefahren. Aber wir müssen das ja machen, weil sonst, ja, man weiß ja nicht, was man immer so verpasst bei den vier. Vielleicht mache ich auch demnächst mal wieder ein paar Quests. Das können wir ja auch mal wieder machen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, dann kriegen wir vielleicht nochmal einen Händler. Wobei ich ja sage, ne, ich meine im Prinzip, wie gesagt, das klingt jetzt so negativ pessimistisch oder so, aber im Prinzip haben wir alles. Im Prinzip gibt es eigentlich jetzt nichts mehr. Jetzt können wir uns eigentlich nur noch verbessern, aber im Grunde genommen haben wir alles. Wir können uns eben halt nur noch verbessern, indem wir sagen, so hier nochmal doch ein Level 6er Bohrer. Das ist wie gesagt das Einzige, ich fange nicht schon wieder mit dem Bohrer an, das, wir wollen es ja nicht übertreiben. Aber, ja. Ja, ja, es ist... Oh Gott. Oh Gott. So, da ist der Händler. Gut, sehr schön. So, das Einzige, was mich also jetzt momentan eher noch so richtig motiviert, das ist die... Das ist natürlich die Feralbasis. Da haben wir noch einiges zu erledigen. Und vor allem, wir müssen noch Strom. Strom, 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 Strom. Ich glaube zwar nicht, dass wir es zur nächsten Horde hinkriegen, auch schon mit Strom zu arbeiten. Wobei, wir haben Generator schon zu Hause und wir haben auch schon... Das Werkzeug dafür, also eigentlich müssten wir da Dinge tun können. So, mein Freund, was hast du denn noch Schönes da? Nix von Belang. Maschinenpistolengeschützturm. Wollen wir so einmal kaufen? Was ist das, Technikfreak? Die Technik bietet eine Chance für gewöhnliche oder eine Chance für 50% kräftige Angriffe, Schockstäbe. Ja, gut. Aber hier, das interessiert mich tatsächlich. Maschinenpistolengeschützturm. Lass uns den mal kaufen. Den kaufe ich tatsächlich mal. Bauplan Dartfalle. Ja, kaufen wir auch. Das können wir gut gebrauchen. Erdbohrer. Oh, okay. Schade. Okay, ein bisschen hungrig. 67er Moon. Aber was kostet? 2100. Ja, komm. Wie gesagt, wir haben jetzt 21.000. 21.000 haben wir noch über an Jetons. Passt schon. Schrotflintengeschützturm, ja, könnten wir natürlich auch machen, aber ich möchte eigentlich eher das Ding. Das finde ich ein bisschen Maschinenpistolengeschützturm, das wollte ich eigentlich mehr so eher so als Luftabwehr nehmen. Ne? Also wenn wir tatsächlich wieder oben drauf stehen, auf dem Dach, dass wir eben Maschinenpistolengeschützturm haben gegen die Geier oder sowas. Das wäre eigentlich eine feine Sache. Ich will hoffen, dass das dafür taugt. Nicht, dass wir uns damit auch selbst erschießen. Aber müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ich werde wahrscheinlich den Geschützturm auch ganz oben drauf stellen, da wo unser Treppenhaus ist. Da werde ich es oben drauf stellen. Dass wir uns da eigentlich nicht in die Quere kommen könnten. So, wo haben wir den nächsten Händler? Das war Händler 3. Händler 2 ist hier oben am Moors. Achso, und was zu essen haben wir doch garantiert auch dabei. Erstmal was trinken. Und die können wir mal lernen hier. Benutzen. Irgendwas hatten wir doch noch zum... Hatten wir nicht noch was zum Lernen dabei? Okay, anscheinend nicht. So, ein bisschen mehr trinken. So. Ich bin auch gerade dabei, zu Hause noch ein paar Gläser bzw. Sand einzuschmelzen zu Glas. Dass wir auch mal wieder mal ein paar Gläser ordentlich auf Reserve haben. Damit wir dann eben halt auch mal ein bisschen Wasser organisieren können. Und abkochen können. So. So ein Häppchen esse. Von der anderen Seite ist ja jemand am rumkloppen, oder? Da, auf der anderen Seite. Da kloppt auch irgendjemand hinten. Ah, Spider sogar.
Mist. Zack. Ah. Ja, wir müssen uns auch mal ein paar Sprengbolzen müssen uns auch noch mal machen. Ah, wir müssen so vieles. Okay, lass uns los. Wir haben 10 Uhr. Aber wir haben noch so viel zu looten, ne? Letztendlich bin ich momentan nur am Hin- und Herfahren. Entweder bin ich nur am Bauen oder am Hin- und Herfahren zwischen den einzelnen Händlern. Ansonsten, oder abbauen, Ressourcen sammeln. Wir müssen echt mal sehen, dass wir... Aber wie gesagt, momentan hat eben halt Feralbasis... Feralbasis hat momentan so ein bisschen Vorrang. Wenn wir das fertig haben, wenn wir die Feralbasis fertig haben, wo wir zumindest gut davor sind, dann können wir mal wieder vernünftig auf richtige Loot-Tour gehen. Dass wir uns mal so einen Tag oder zwei, drei Tage tatsächlich mal auf den Weg machen, wieder mal ein bisschen rumlooten. Vielleicht uns auch mal die größeren Sachen mal zu Gemüte führen. Wir können natürlich den Desert Eagle mal benutzen, ne? Die können wir mal benutzen. Die, wie die im Vergleich ist zur, zum Revolver. Revolver ist zwar ganz nett, aber ja, gut. Ja, kann man mal machen, aber ich bin jetzt nicht so der, nicht so von der Überzeugung. Moin! Ah, jetzt habe ich mir wieder den besten Weg ausgesucht hier. Hauptsache querfällt ein, schön Zeit sparen und dann versuchst du die ganze Zeit. So, warte mal, hier vorne ist gleich Wasser, da können wir gleich mal schon... Ah, Wasser mitnehmen! So, haben wir eigentlich da noch Gläser drin? Nee, aber dann können wir die mal nehmen. So, dann packen wir die mich gleich damit rein. So. Können wir schön Klebstoff herstellen. Schön lecker Klebstoff. Ich glaube, dass wir so mit eins der Sachen, die ich auch machen würde, so im realen Leben, wenn ich in der Apokalypse wäre, hätte so ein Motorrad mit Spikes oder generell ein Fahrzeug mit Spikes vorne. Ich würde nur durch die Gegend heizen und irgendwelche Zombies überfahren. Übrigens, tut mir mal einen Gefallen. Wenn ihr mal bei YouTuber unterwegs seid, sucht mal bei YouTube Keiler oder Minenräumpanzer Keiler. Sucht euch das mal raus. Das ist ein Panzer der Bundeswehr. Wie ich gerade gesagt habe, das ist ein Minenräumpanzer. Ne? Also man kann sich schon vorstellen, wofür das Ding da ist. Und schaut euch das Ding mal an. Und mit so einem Ding durch die Zombie-Apokalypse. Ich will es nur mal gesagt haben, guckt euch das mal an bei YouTube. Ist immer mal ein Blick wert. Total geil. Also wenn du sowas hast, dann hast du... Ja, das ist kein Problem. Ja, dann hast du ein, zwei Tage, hast du ein bisschen Zombie-Apokalypse, dann ist es vorbei. Naja, Spaß beiseite. Also ich glaube, wenn ich tatsächlich so ein Fahrzeug hätte, so ein ähnliches Fahrzeug hätte, ich glaube, ich würde den ganzen Tag nur durch die Gegend fahren. Und auf diese Art und Weise Zombies jagen. Aber wahrscheinlich würde ich mir eher den Jeep nehmen, weil ich habe keinen Motorradführerschein. Insofern würde ich eher mit dem Jeep durch die Gegend fahren. Und das wäre auch schon ganz nice. Und dann schön mit dem Jeep. So ein bisschen möp, möp. Und dann ein bisschen Zombies jagen gehen. Das wäre meins, glaube ich. Das wäre meins. Und was auch meins wäre, wäre irgendwo auf dem Dach sitzen. Mit einer Sniper. Und es ist dem Material natürlich, wenn man das Material natürlich hier dabei hätte. Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass wir das hätten. Irgendwo auf dem Dach sitzen, ganz entspannt, in so einem Liegestuhl. So ein bisschen Dawn of the Dead mäßig, ne? So in so einem Sonnenstuhl. Über eine Brüstung gucken mit so einem Sniper. Und dann ganz entspannt ein bisschen durch die Gegend ballern. Müsste allerdings ein schallgedämpftes Scharfschützengewehr sein, ne? Es sei denn, du hast natürlich so eine fette Hütte oder so eine stabile Hütte, dass es dir komplett egal sein kann. Ach ja. Naja, jetzt mal, ich glaube, man nimmt das immer so ein bisschen... Ist natürlich alles nur Spaß, weil ich denke mal, wenn es irgendwann mal irgendwie zu einer Zombie-Apokalypse kommen sollte... Ich glaube, dann geht uns schon der Arsch genug auf Grundeis. Also, das wird schon passieren. Und auch jeder Gamer, der sagt, oh Mensch, jetzt eine Zombie-Apokalypse. Na, ich glaube, da würde schon so einigen der Arsch auf Grundeis gehen. Machen wir uns nichts vor.
Problem ist ja auch, im realen Leben ist es ja nun mal leider nicht so, dass du mit einem Bike hier durch die Gegend fährst. Also in Amerika vielleicht, aber hier in Deutschland wäre das wohl echt schwierig. Hier wäre es echt schwierig, einfach mal eben so an Waffen zu kommen. Da kannst du dich eher nur darauf verlassen, dass du vielleicht mal irgendwo einen Baseballschläger findest oder irgendwas, was du, oder ein normales Haushaltsmesser, was du vielleicht zu so einem Speer oder sowas umfunktionieren könntest. Dass du dir die Zombies mal vom Leib hältst, aber ansonsten ist echt Probleme. So. Sofa. Warum, was wollen die alle mit den Sofas? Sichtbereich 2er Mod. Militärstoff, Armbrust, Dose, die können wir mal mitnehmen. Roter Tee, das brauchen wir nicht. Säure, Klebeband 16, ja, können wir selber herstellen. Brauchen wir nicht, das können wir relativ günstig selber herstellen. Baseballschläger vierfach, gefällt mir schon ganz gut. Bauplan Militärrüstung, ja, weiß ich nicht. Brauche ich das? Nochmal ein Geschützturm. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich vielleicht nochmal irgendwie so eine Schlagschrauber oder sowas kriege. Rezept, Chili Dogger, das haben wir auch alles. Ja, nee, dann komm dann. Gratitude. Schade. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir vielleicht mal ein bisschen besseren Stuff angeboten bekommen, aber das sieht nicht danach aus. Na, Mignon. Hast die Tür vor die Schnauze gekriegt? Das tut mir ja leid. Bitteschön. Als kleine Wiedergutmachung von mir. Ja, gut, ja, das war ja nicht so prall. Aber zum Glück ist ja, fahren wir nochmal dahin. Ist ja nicht so weit weg, sind wir gleich wieder zu Hause. Ja, also ich hätte mir gedacht, dass einer von den... Mein gut, jetzt haben wir von 403 abgegrast. Jetzt bleibt natürlich die Hoffnung wieder noch beim letzten Main-Händler. Dass wir da mal ein bisschen... Dass wir da vielleicht mal ein bisschen mehr irgendwie... Dass wir mal ein bisschen mehr da rankriegen. Also ich bin ehrlich gesagt eher so ein bisschen enttäuscht gerade. Also hätte ich gedacht, dass wir noch ein bisschen besseren Stuff rauskriegen. Hätte ich ja jetzt mal gedacht. Oha, die klebt fest. Clunky Oil. Clunky Oil, oder wollen wir hier nochmal ein bisschen rumclunky? Ich meine, wir können, weißt du was, wir machen die beiden mal, oder? Wir machen das hier nochmal eben und das hier. Beziehungsweise dann eben nur, um das Benzin zu holen. Ich habe mal Bock, mal so ein bisschen noch was, schon was zu bewegen, sagen wir es mal so. Das ist sonst ist doch tierisch langweilig hier. Hello. Na, Mutti, du bist auch schon ganz heiß drauf, wa? Na, komm mal ran. Ja, ich bin hier. Oh, Leute, ich komm doch extra... Warum habe ich das... So. Ach, deswegen. Na ja, gut, das macht natürlich Sinn. So. Auch gleich mal die Pumpgun, weil hier kommen auch ganz gerne mal Hunde. Ups. Ui. Gleich das Leben rausgeschossen. Und eine Schatzkarte dabei. Sehr gut. Ah, ich liebe die Shotgun. Kann man mir sagen, was man will. Das ist nur das Geilste. So, zerlegen. Auch das zerlegen. Zerlegen. Bitte. Brot lassen wir mal hier. Aua. Oh, als ob ich da nicht hoch... Ah, hier kommen wir hoch. So, was haben wir hier? Da haben wir nichts. Doch, hier haben wir noch ein bisschen was. Auch so eine komische Vitamine-Gedöns. Messing nimmt mit. Messing ist immer gut. Messing ist unser Freund. Hier war auch noch eine Kiste. Ja, toll. Ja.
Medizin nehmen wir natürlich auch mit. Das können wir nicht looten. Also können wir schon looten, aber es bringt uns gerade nichts. Das nehmen wir mit. Oha, da kommen anscheinend ein paar mehr Zombies, so wie sich das anhört, mit dieser komischen Kampfmusik. Hier müssen wir irgendwo noch oben rauf. Das nehmen wir mit, das nehmen wir auch mit. Übrigens müssen wir zu Hause noch ein bisschen Baumwolle nochmal anpflanzen, damit wir auch Stoff produzieren können. Ich habe mich da mal lang gegen gewehrt. Ach, scheiße. So wird das natürlich nichts. Aber ich glaube, so langsam werden wir das mal angehen. Ah, gut, das können wir nachher scrappen. Waren nicht früher die Schrottplätze mit Hunden? Na, wo seid ihr, meine Kleinen? Ah, oh, da sind noch schon welche. Hallo. So. Oh, irgendjemand ist, wackelt doch hier rum. Von außen oder von wo? Ich glaube von außen. Gott, da ist keiner. Oh Gott, immer noch dieser Rotz da. Oh, nochmal ein bisschen, geil. Ja, ist übersichtlich, ne? Würde ich mal so sagen. Das ist immer so der einzige Grund, warum ich eigentlich nicht mehr so ganz gerne looten gehe, weil ich dann eigentlich weiß, dass das sowieso das meiste Müll ist. Einzige, was vielleicht immer ein bisschen entspannender ist, ist hier Benzin, aber selbst das gucken wir uns das mal an. Ich meine, wir kriegen da 53 Benzin raus. Lass mich eine Tagestour machen in die Wüste, holen uns mal ein bisschen Ölschiefer und dann habe ich nachher für die nächsten 3 Jahre erstmal Benzin. Also... Na, versteht ihr, was ich meine? Das sind wir so gerade so an einem Punkt, wo wir es einfach nicht mehr nötig haben. Da haben wir es einfach nicht mehr nötig. So, zerlegen, zerlegen. Das können wir auch. Erstmal die Eisensachen zerlegen. Das geht mir schon fixer. Zerlegen, Holz. Ah, schmeiß mal weg. Was soll's? Was war das noch? Juckersamen? Ja. Juckersamen können wir vielleicht mal behalten. Eisen, Eisen, Eisen. Blei können wir nochmal zerlegen. Ah, ja, da schaffen wir es natürlich nicht oben rauf. Ach, verdammt. So. Aber Clunky Oil, da will ich auf jeden Fall auch nochmal im Erdgeschoss mal gucken. Oh nein. Kommen wir hier auch nochmal rüber? Ja. So. Ah, toll. Steinpfeile. Genau aus dem Grunde gehe ich nicht gerne looten. Insofern nicht gerne looten. Oh, was war das gerade? Das war nice, glaube ich. Was war das hier? Ah, Stahlschlagringe. Das könnte interessant werden. Zerlegen. Können wir auch mal zerlegen. Dann war es das nämlich auch schon an dieser Stelle schon wieder. Können wir hier nochmal kurz reingucken. Wie gesagt, bei Clunky Oil nebenan werden wir uns dann gleich nur das Öl, das Öl sei schon, das Benzin holen. Dö, 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 dö.
So, hier hat er mir doch schon ein bisschen aufgeschlagen, oder? Mit Automaten interagieren. Ja, gut. Kaufen. 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 Gott. Ja, Jungs und Mädels, alles gut? Oh, ich liebe die Waffe. Da kommt noch einer. Komm mal ran. Ih, das sieht mir schon irgendwie aus gerade. So, nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. So, hier noch was Leckeres dran. So. Haben wir Dietrich dabei? Natürlich nicht, ne? Jetzt können wir wegschmeißen. Den können wir auch mal wegscrappen. Na gut, dann kloppen wir uns den mal auf. Das dürfte nicht allzu lange dauern. 5000. Da tauen wir easy. Da, 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 da. Ja gut, ich würde mal sagen, an dieser Stelle machen wir mal einen kleinen Break. In der nächsten Folge setze ich dann genau an dieser Stelle wieder an, wenn ich den Safe gleich offen habe. Mal gucken, ob vielleicht nicht noch gleich von hinten jemand hier ein bisschen nervigerweise... Warte mal kurz. Moin! Nee, daran geht's halt auch schon gar nicht mehr. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Wenn wir hier nochmal ein bisschen aufräumen, dann gehen wir nochmal zu Clunky Oil rüber, holen uns nochmal das letzte Benzin. Und dann fahren wir zu uns nach Hause und mal kurz da beim Händler gucken, ob wir da vielleicht einen vernünftigen Restock gekriegt haben. Schauen wir mal, lass uns überraschen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zur nächsten Folge. Macht ihr gut. Bis dann. Tschüss.